Was lässt mich glauben, ich zu sein? Ich mich selbst? Gibt's mich jetzt schon dreimal? Als ich, als mich und als selbst? Was lässt mich glauben, ich zu sein? Glaube ich überhaupt, dass ich ich bin? Oder bin ich ich? Ich bin ich! Und was lässt mich das erfahren, dass ich ich bin? Will ich das überhaupt wissen? Kann ich das überhaupt wissen? Ist das überhaupt ein Gegenstand des Wissens? Bla, bla, bla. Wer bin ich, dass ich denke, ich wäre fett? Kann ich der Körper sein? Den Körper, den ich wahrnehme, als Erlebnis in der Welt. Ich kann ja nur immer in Fragen sprechen. Fragen, die ich mir höchstens selbst beantworten könnte. Oder auf einmal fällt der Fragende weg und jede Frage sowie ihre Antwort ist völlig bedeutungslos. Denn es gibt keinen mehr, der es wissen will, was was ist. Doch bei wem könnte schon der Fragende wegfallen? Wer weiß es? Wer weiß es? Ja, in der Schule des Lebens sitzt keiner, steht keiner. Oder doch? Also im gedanklichen Sinne kann ich mir ein Selbstbild von mir aufbauen und nach dem Hörensagen von den sozusagen anderen, da kommt mir wieder die Frage, wer lässt mich glauben, dass ich ich bin? Oder glaube ich gar nicht, dass ich ich bin, sondern dass ich wer anders bin? Oder bin ich nicht mal wer anders und nicht mal ich selbst? Will wieder keiner wissen. Was für eine fantastische Weite. Unendliche Galaxien drehen sich um sich selbst. Milliarden von Sonnen mit Abermilliarden Planeten, auf denen ständige Veränderung vor sich geht. Expandieren in die endlosen Weiten des undifferenzierten Raumes. Hui. Ha. Einfach nur stehen. Körper, der steht. Augen, die sehen. Sinne, die wahrnehmen. Spüren. Bewusstsein, das wach ist. Gala, 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 gala. Gudu, gudu. Tadang.